Einen wunderschönen guten Tag mit unseren begeisterten Racing-Fans unter euch und willkommen hier zurück zur Let's Play Crash Team Racing. Heute werden wir uns auf den Nitrohof austoben und auf zwei anderen Rennstrecken, wie zum Beispiel Oxid Arena oder Oxid Station und glaube die Heißluftbahn und das Engine-Labor und die Burg Cortex werden wir dann beim nächsten Mal komplettieren. Jetzt gehen wir allerdings wirklich erstmal in den Nitrohof und holen uns das letzte und vierte lila CTR-Chip im Nitrohof. Ey, wie nice ist denn das? Vor der Burg von Cortex. Das ist nice gemacht. Hier muss man, ich betone es, hier musst du ein paar Nitrokisten entschärfen. Ja, aber nicht auf die Art. Sondern wirklich auf die herkömmliche Art und Weise. Hier gibt es auch noch Nitrokisten, TNT-Kisten. Man hat hier, glaube ich, 2 Minuten Zeit. So. Ich würde das eigentlich so machen, man nährt sich entweder von außen nach innen. Ne, von innen nach außen. Oder man macht es kreuz und quer, so wie ich. Ist auch eine Möglichkeit. Und dass man hier überall gegen andotzt, ist eigentlich auch fast normal. Und hier wird man auch, glaube ich, häufiger den Rückwärtsgang brauchen. Dann springe ich mir mal kurz hier außen alles frei. Oh. Dann komm, ich fahr lieber weiter. Fahr mal kurz Slalom. Den kriege ich so. Den da hinten auch. Da habe ich auch noch einen. Da hinten auch noch einen. Da muss ich sprengen für. Dann habe ich da noch einen. Ich habe noch, boah, ich habe noch viel Zeit. Genau, den habe ich ja vorhin gesprengt. Moment, ich nehme das Kostüm mit. Den habe ich ja vorhin abgesprengt. Das könnte funktionieren. Oder auch nicht. Noch zwei. Da hinten und in der Mitte. Okay, das geht dicke auf. Das geht ohne Probleme auf, weil ich genau weiß, wo die sind. Perfekt. Und das ohne Probleme. Ich habe nur 17 Sekunden Zeit gehabt. What? Das war der Nitrohof. Relativ einfach und unkompliziert. Aber mit den Bomben muss man hier auf jeden Fall arbeiten. Das war jetzt einfach. Also ich fand das zumindest jetzt nicht so ganz schwer. Okay, die fand ich im Original ein bisschen anspruchsvoller. Oder liegt es einfach daran, dass ich das einfach schon kenne und mir da groß keine Gedanken drüber mache, wie ich quasi fahre? Ich glaube, das war immer das Problem. Ich glaube, das ist das Problem von vielen, die wollen eine Route sich im Kopf ausmachen. Das mache ich aber gar nicht. Ich mache das so und ich fahre einfach. Ich fahre einfach und habe irgendwie im Kopf, da könnte noch einer sein oder da. Ich glaube, da braucht man einen guten Orientierungssinn. Das erleichtert, glaube ich, einiges bei diesen Kristallherausforderungen. So, dann machen wir jetzt die Heißluftbahn mit CTR-Herausforderung und holen uns den letzten, nee, den vorletzten gelben ist das. Ich glaube, wir haben erst 2 gelbe CTR-Chips. Ich glaube, ja. Und Heißluftbahn. Wer es war von euch schon mal in einem Zeppelin? Ich komme deswegen gerade drauf, weil Heißluftbahn, ja, wir sehen es ja, die ganzen Zeppeline von Pinstripe hier herumfliegen. Fällt mir jetzt erst ein. Das soll so eine Zeppelin-Casino-Rennstrecke sein. Heißluftbahn. Ja, der Name passt auch. Aber wer war von euch schon mal in einem Zeppelin? Beim Bodensee gibt es auch hier Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. War ich nicht drin. Ist auch schweineteuer, so ein Zeppelin. Ich glaube, für 30 Minuten seid du 200 Euro. Hier unten zumindest. Also ist auch kein billiges Vergnügen. Oder Ballonfahrt. Wer hat zum Beispiel eine Ballonfahrt gemacht? Das hat auch was mit Heißluft zu tun. Wer versteckt denn da das? Okay, auf der Rampe war doch bestimmt Buschgabe. Ja, natürlich. Zum ersten Mal schaffe ich es nicht. Ich könnte kotzen. Halt. Ja, okay, der Buschgabe ist hier im Original leichter geworden. Ich weiß, was hier mein Problem war bei Pinstripe. Ich war zu schlecht. Gib mir die kompletten Warp. Oh, come on. Du weißt einfach, dass ich eine Warpkugel habe. Das weißt du doch. Sonst trifft die nämlich nicht jeden. Sondern nur die, die sich auf deren Weg befinden. So, hier war das T versteckt, genau. Da muss man nur halt schnell zurückkommen, sobald man es eingesammelt hat. Also die Buschgaben habe ich alle.
Gleich in Runde 1 geholt. Ach komm, da bin ich doch. Ey, komm an. Ja, danke, Coco. Coco. Danke. Perfekt. So, lässt ihr mir auch noch eine Kiste übrig? Okay, ich hab gerade, nehmt die mit. Okay, Schutzkugel. Könnte ich für Tiny benutzen. Wer fährt denn da quasi runter? Das war. War das Crash? Ne, das war Coco, glaube ich. Das müsste Coco gewesen sein. Der Sprung ist einfacher als im Original. Meiner Meinung nach. Im Original habe ich das häufiger verkackt. Das weiß ich noch als Kind. Also manche Sprünge finde ich ja einfacher, manche finde ich erheblich schwerer. Ich finde den zum Beispiel bei der Crash-Bucht schwerer, deutlich schwerer. Den kriege ich nicht mehr hin. Ohne Probleme, was ein bisschen traurig ist. Aber hier den Sprung kriege ich ohne Probleme hin. Oh, der Sprung ist geil. Der Sprung ist richtig nice. Hallo Polar. Da habe ich jetzt mal ein paar Meter gut gemacht. Vor uns ist Dr. Neo Cortex. Tschüss. Tschüss. Ich bin gespannt auf einen ganz bestimmten Pokal eigentlich, ne? So viel kann ich vorne wegnehmen, ob man da vielleicht doch eine Kleinigkeit verändert hat. Da bin ich gespannt. Oh, wer hat denn deine TNT-Kiste hingelegt? Ich nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, genau so wollte ich fahren. Genau so. Turbo mitnehmen. Das ist hier brutal eng, aber das geht. Das ist das Geile daran. Es funktioniert, es funktioniert. Ich habe auch das Gefühl, dass die hier ein bisschen leichter sind. Scheiße. Scheiße, ich habe gerade mit der Rakete... Eliminiere ich da die selber hingelegte Nitro, ich weiß das. Die habe ich da selber hingelegt. Habe ich mir selber mit einem Ei geschossen. Gott, kurz vor dem Sprung. Und der fällt sogar noch runter. Boah, Alter, wie fies ist das denn? Ne, ohne mich. Ja, der Sprung war nicht gut. Aber sollte für den Sieg reichen. Ja, die sind hier leichter bei der CTR-Herausforderung, als das bei den normalen Rennen der Fall war. Also so kommt es mir nur vor, oder ich bin einfach besser geworden. Und wir waren auch so gut, dass wir den Sieg errungen haben und den gelben CTR-Chip unser eigen nennen dürfen. Sehr, sehr schön. Gibt noch von denen noch ein paar Wumper-Münzen. Münzen könnt ihr sehr gut online farmen. Da habe ich, glaube ich, einmal sogar 600 Münzen gestern bekommen. Also das war nicht gerade wenig. Das war heftig. Um das mal so auszudrücken. Das war richtig heftig und richtig nice und richtig geil. Und jetzt holen wir uns dann noch das Relikt bei der Heißluftbahn. Und dann geht's auf in die Oxidstation. Also dieser Part wird auf jeden Fall länger werden. Bei der Oxidstation. Wer war schon mal im Weltraum? Oder wer wollte wer wollte Astronaut werden? Ey, man kann ja so wirklich ein bisschen Anspielungen betreiben. Das finde ich eigentlich mal gar nicht so schlecht. Aber das mache ich, glaube ich, erst, wenn wir da sind. Deswegen ab ins Zeppelin, ab in den Ballon, nochmal zur Heißluftbahn. Wie kriegt man eigentlich die Karts da hoch? Ich glaube nicht, dass kriegt ein Zeppelin so ein schweres Kart hoch? Das ist doch eine sehr interessante Frage, die man nachrecherchieren könnte. Kriegt man mit einem Zeppelin ein Kart hoch? Ja, gut, müsste man ja eigentlich, ne? Oder mit einem Ballon. Reicht da wirklich ein normaler Ballon? Ich hänge unten das Kart dran, ob der mich nach oben befördert. Ob das funktioniert? Schwer zu sagen. Casino, das finde ich das geilste hier. Jackpot, so 56 Kisten. Ich bin gerade am überlegen, gab es eine schwierige Kiste? Ich glaube ja. Was habe ich denn für eine Zeit? 3,5, okay. 3,5. Ich wollte gerade sagen, hier gibt es doch bestimmt Kisten. Nehmen einmal die Abkürzung, genau, weil da was liegt. Boah, okay, ja, hier sind ein paar schwere dabei. Ein paar schwere sind hier definitiv da. Okay, die nehme ich gleich mal mit, die 2 Sekunden. Hier fahre ich mal so ein bisschen schräg. Wobei es besser wäre mit einem Power Slide. Nice! Sehr schön. Da kann ja kaum noch was schief gehen, könnte man meinen. Doch, da kann noch viel, viel schief gehen. Okay, da habe ich jetzt eigentlich ein bisschen mit was anderem gerechnet an der Ecke. Oh, die 1 ist gefährlich.
die 3 Sekunden sind eigentlich geschenkt mit der Rampe. Okay, die beiden nehme ich auf jeden Fall hier mit. Kann ich mir das für die nächste Runde sparen. 56 Kisten wieder, 3 Minuten 5. Hat sich machbar. Ja, das habe ich jetzt mit Absicht so gemacht. Damit ich da nachher durchdriften kann. Hier muss ich jetzt aufpassen. Genau. Jetzt darf ich die Abkürzung nicht nehmen. Obwohl. Was ist denn das für ein Dreck? Da kommst du da auf. Ach, come on, ey. Das gibt's doch nicht. Nimm die Kiste mit. Und die auch. Kann ich gleich die Abkürzung nehmen. Das ist scheiße. Da springst du und dann hast du so viel Turbo drauf. Oh, das ist erschwert worden. Aber ich kann auch alle Kisten kriegen, deswegen habe ich es gemacht. Aber dass ich da runterfallen musste, war natürlich unproduktiv. Und zwar richtig unproduktiv. Nein! Okay, die 3 Sekunden habe ich nicht vergessen. Oh. Die 3 Sekunden nehme ich mit. Da unten liegen auch noch ein paar Kisten. Eine. Okay. Die beiden sind geschenkt. 3 Sekunden habe ich mitgenommen, genau. Und dann gibt es hier noch eine. Genau, dann haben wir jetzt noch 9 Kisten. 9. Letzte Runde. Hier haben wir eine. Genau, hier haben wir keine mehr. Die habe ich jetzt gerade alle geholt. Genau, hier. Jetzt muss ich ganz nach innen. Ah. Jawohl, perfekt. Ja, 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 nice. Yes, yes. Puh. Die 2 Sekunden. Nice. Da haben wir noch 1 Sekunde. Dann haben wir noch da hinten eine. Und dann haben wir die 3 Sekunden. Ich weiß, wo alle sind. Yes, wir kriegen alle. Nice. Das könnte Gold werden. Gold Minimum. Gold Minimum. Mach die nochmal gleich 10 Sekunden. Come on. Gib Gas. Gib Gas. Gold, ja. 2,34. Hätte ich auch ohne die 10 Sekunden geschafft. Okay. Ich nehme es gerne so mit. Die 60 Coins. Und dann haben wir auch die Heißluftbahn damit abgeschlossen für nur noch 3 Rennstrecken. 3 Stück. Sehr schön. 3 fehlen noch. Ich hatte ja eigentlich vor gestern das Projekt schon fertig im Kasten zu haben, aber schaffe ich nicht so ganz. Aber ohne Stress, kein Stress, 0 Stress. Das ist eigentlich immer das Wichtigste. Sich selber keinen Stress machen. So, Stress haben wir uns auch nicht gemacht um dieses Goldrelikt. Ich sag ja, ich hole kein Platin-Relikt. Ich hole kein Platin-Relikt. Dafür habe ich nicht die Skills. Und nicht die Genauigkeit. Die Genauigkeit. Vor allem, glaube ich, in der Genauigkeit hapert es. So. Neue Application. Danke, danke, danke schön. Jetzt noch die Oxidstation. Die befindet sich da hinten. Also noch die... Das sind auch hier hinten die längsten Strecken. Würde ich jetzt mal stark vermuten. Ja. So, wer wollte immer von euch Astronaut werden? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich finde Astronaut, ja, ist ein interessanter Beruf. Aber körperlich auch anstrengend. Aber ich finde es, glaube ich, irgendwie... Ich glaube, ich würde es cool finden, wenn du die Erde von oben siehst. Klar, auf Fotos ist es auch immer geil, die Erde von außerhalb zu sehen. Aber allein diese Schwerelosigkeit. Das ist auf der einen Seite wahrscheinlich cool, auf der anderen Seite irgendwie anstrengend, teilweise manche Sachen da oben dann zu machen. Hat bestimmt Vor- und Nachteile. Ich glaube, es hat eigentlich für uns mehr Nachteile. Also ich glaube, die Schwerkraft auf der Erde ist gar nicht so schlecht für uns. Bei manchen Dingen könnte man... Bei manchen Dingen ist es scheiße, bei manchen Dingen ist es aber wiederum gut. Also es ist, ja, wie so oft im Leben, Vor- und Nachteile. So, Vorteil jetzt, wir machen jetzt die Buschgaben. Nachteil ist, ich weiß nicht, wo die Buschgaben sind. Das ist der Vorteil, das ist der Nachteil. Was sind denn hier die Buschgaben?
Vor allem, die kannst du auch so schlecht sehen, wenn du Pech hast. Wegen dem Gelb. Wegen dem Gelb kannst du die brutal schlecht sehen. Ah, ne, das sehe ich jetzt sofort wahrgenommen. Ohne Probleme. Ach, ich hasse, dass du nicht mehrere Bomben abschmeißen kannst. Ah, war nicht irgendwo das T? Nee. Doch! Da! Da war das T. Wo ist das R? Ach, da. Okay, ich habe das R gerade gesehen. Gerade so am Vorbeischweben. Oder vorbeifliegen, habe ich es wahrgenommen. Mal, die Coco führt. Hier eine Rakete für dich. Hätte ich auf einer Geraden warten sollen. Oder wenn ich noch ein bisschen näher ran bin. So wie jetzt. Ja, danke schön. Was kriege ich von dir? Ins Getriebe reingedrückt? Oder vom deinem Getriebe reingedrückt? Nö. Kriege ich sogar nicht von hinten, sogar von vorne. Weil ich sie überholt habe. Es bleibt hinter mir, Kollegin. Okay, ist irgendwas eingesammelt? Das wartet sie nur auf, drauf, auf mich zu benutzen. Ja, eine Rakete war es. Eine Rakete muss es gewesen sein, keine Bombe. Dass ich das Fahnenkreuz nicht bekomme. Hey, das kann doch nicht sein, dass sie mir auf den Sack geht hier vorne. Ja, ja. Oh, schade. Hier geht mir aber auf den Sack. Hat die noch ein Item? Ich konzentriere mich gerade voll auf die Kucke. Ich könnte es gleich auf das R. Ich sehe es schon wieder kommen. So, warte. Okay, Speed Boost. Hilft mir jetzt nicht unbedingt weiter. Ich krieg gleich eh wieder was auf die Fresse. Ja. Ja, war klar, dass die wieder eine Bombe hat. Ja, das R habe ich. Da darf man nicht springen. Hätte ich jetzt mal spontan gesagt. Jetzt habe ich auch keinen Vorsprung. Ich weiß gar nicht warum. Oh, das könnte mein Urteil gerade. Urteil gewesen, dass ich nochmal reinfahre. Aber ist nicht so, dass ich sie gerade reingefahren. Guck, wo ist er gerade reingefahren? Sehr schön. Sehr gute Runde. Also manchmal stört mich diese Schrift. Letzte Runde, weil die so mitten im Face hängt. Mitten da, wo ich sie nicht gebrauchen kann. Ja, dann siehst du was vor dir eventuell nicht hundertprozentig gut gelöst. Wo nur ein kleiner Kritikpunkt. Mein Fazit habe ich abgegeben. Das Fazitvideo, also ob sich das Spiel lohnt, hat mehr Aufrufe als der erste Part. Das wundert mich aber auch, ehrlich gesagt, nicht, weil das Video wird dann einfach nur schon empfohlen, viele. Oder viele suchen einfach immer nur noch eine Kaufempfehlung, ja. Die suchen einfach nur, ja, oder gucken sich ein Part an, gucken, wie kommt's rüber. Das Let's Play oder das Spiel, macht's einen guten Eindruck, macht's einen schlechten Eindruck. Es gibt ja auch welche, die spielen das Spiel zum ersten Mal als Let's Play. Die, wie ich sagen, Mittel ist schwer. Alter, guck dich meinen Vorsprung jetzt zu Coco an. Es ist ja atemberaubend. Aber ich kann jetzt auch verstehen, warum einige sagen, Mittel ist schon schwer. Weil ich habe ja Online-Rennen bin ich gefahren gegen Randoms, sage ich mal. Und boah, da war ich meistens erster, zweiter, dritter. Und das ohne große Probleme. Und dann kam meistens noch eine größere Lücke. Also das Skill-Niveau geht wirklich von wirklich einem absoluten Pro bis zum Noob wieder. Was halt im Rennsport, in der Rennsportszene doch sehr schnell bekannt ist. Der eine kann es, der andere kann es weniger. Der eine wird es nie können, auch wenn er sich 10.000 Tutorials anguckt. Also irgendwann hat man immer sein Niveau erreicht. Zumal das ja auch so ein bisschen hier so, ich sag mal so was für die, mit Augen, Hände. Man muss da so ein bisschen koordiniert sein. Für manche sind es, manche sind es nicht. Kann man sich da sowas antrainieren? Schwer würde ich jetzt unbedingt sagen. Wirklich, wirklich schwer. So, mal schauen, wie schwer jetzt gleich hier das Relikt noch sein wird. Dann hätten, wir hätten das bald geschafft, hätte ich nicht gedacht. Das ist in einer Aufnahmesession hier alles heute durch. Boxe. Hätte ich nicht erwartet. So, jetzt haben wir 16 Uhr. Rakete abgewehrt. Ja, das funktioniert nur noch mit einem Becher, wie es so schön heißt, oder mit einer TNT-Kiste.
Mit einer Bombe funktioniert es nicht und mit einer Rakete geht's ja auch nicht, weil du die nach hinten nicht nach hinten schmeißen kannst. Das sind wirklich nur die zwei Objekte. Oder halt mit einem Schutzschild, aber das wird natürlich da nicht erwähnt. 49 Kisten, 3 Minuten 17 Zeit. Sollte machbar sein. Man hat gerade, habe ich gerade gemerkt, ich war mir unsicher, welche Kiste ich da mitnehmen wollte. Das mache ich jetzt mit Absicht so, damit ich hier gleich einfach durchdriften kann. So viele Kisten in Runde 1 in meinen Augen mitnehmen, wie es nur irgendwie geht. Umso weniger kann man später liegen lassen. Gut, die kann man komplett liegen lassen, die drei. Ich glaube, die konnte man früher sogar auch beide direkt holen. Ich glaube, ja. Oh, das könnte es... Ich weiß nicht, ob es hier... Gibt es hier Kisten hier unten? Ja, okay, dann lasse ich das Springen lieber sein. Genau wie hier. Das war so gewollt. Okay, hier muss man sich dann in Position begeben. Position begeben. Go, 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 go. Das sind nur zwei. Okay, das waren nur zwei. Dann geht's noch. Dann geht's noch. Okay, da waren keine Kisten. Oh Gott. Oh Gott, Kurve schlecht genommen. So. 45 Sekunden. Du triffst es mir zu weit rein, Oxid. Mehr als 2 Sekunden. Und das muss nach außen driften. Dann nehmen wir die auch noch mit. Dann nehmen wir die auch noch mit. Oder auch nicht. Lassen wir es am besten gleich sein. Wir haben es ja nicht nötig. Die habe ich ja beide mitgenommen, die hier auf dem Weg lagen. Jetzt geht es nur noch mit Turbo nach vorne. Hier springe ich nicht. Und hier auch nicht. Wobei, die könnte ich mal kurz beide mitnehmen. Oh, oh, falsche Richtung. Die habe ich alle schon mitgenommen. Ich nehme erst die 1 Sekunde mit. Gleich die 2. Genau, hier waren eh nur 2 Kisten. Das war jetzt der Vorteil. So. Jawohl, nice. Ich könnte alle bekommen. Ich könnte wirklich alle bekommen. 2 Sekunden nehme ich mit. Die machen mehr Sinn hier. Oh, den Boost, den wollte ich schon gern haben. Ist die Runde weg damit mit der Schrift. Ich kann, boah, er driftet aber auch dann auch dann nicht. Noch 9 Kisten. Hier war eine ganz rechts. Dann noch die eine, die ich da hinten liegen gelassen habe. Genau die. Dann die in der Luft. Das ist, glaube ich, noch die schwierigste. Genau. Ja, da sollten wir es eigentlich packen. Voraussetzung, ich vergiss jetzt keine. Genau, hier rechts war noch eine, glaube ich. War es rechts? Ja, es war rechts. Die habe ich alle mitgenommen. Genau. Das heißt, jetzt kann ich hier springen und Gas geben. Und hier auch. Und dann nehmen wir die da ganz links mit. Fahren aber über den Boost-Streifen. Oh, den ich berührt habe. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Jetzt muss ich, glaube ich, ganz da links. Genau. Man findet noch eine. Eine. Ah, die. Sneaker, nice. Und das reicht für Gold. Ah, was für Platin? 2,34. Okay. Ein bisschen schneller. Naja, Gold, wir haben Gold. Das reicht mir. Puh, und ich glaube, das reicht auch für diesen Part, würde ich sagen, oder? Oder soll ich nochmal den Boost einschalten und sollen wir noch mehr machen? Ja, wir machen noch mehr. Allerdings nicht mehr heute. Den Turbo zünden wir dann beim nächsten Mal. Da geht es nämlich in die Schlussphase über. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar, ob ihr mal Astronaut werden wollt oder ob ihr mal in einem Heißluftballon drin wart oder ob ihr mal in Zeppelin geflogen seid. Ansonsten
werden wir dann nur noch die Burg Cortex beim nächsten Mal machen und das Engine-Labor. Jeweils CTR-Chip holen und das Relikt. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Crash Team Racing. Du hast ein Relikt?